Das Wort hat der Abgeordnete Max Schad, CDU-Fraktion. Max, bitte. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss gestehen, die letzten Redebeiträge waren mir in der Grundausrichtung ein wenig zu traurig und zu negativ. Denn wenn wir uns einmal vor Augen halten, wo wir heute stehen, muss man doch sagen, dass die Bekämpfung der Krankheit AIDS eine Erfolgsgeschichte unserer gesamten Zivilisation ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie zu meiner Schulzeit über AIDS gesprochen worden ist. Die Krankheit war mit Angst besetzt, sie war mit Schrecken besetzt, die Möglichkeiten einer Therapie waren äußerst begrenzt, und viele Menschen, gerade auch Schülerinnen und Schüler, die standen völlig machtlos dieser Sache gegenüber. Und heute ist das ein ganzes Stück anders. Der medizinische Fortschritt hat dafür gesorgt, dass AIDS von einer potenziell todbringenden Krankheit zu einer Krankheit geworden ist, mit der man dank der heutigen Therapiemöglichkeiten doch vernünftig leben kann. Gleichzeitig ist es uns gelungen, mit einem gesellschaftlichen Kraftakt die Ohnmacht gegenüber der Krankheit zu gewinnen. Mit einer beispiellosen Welle von Kampagnen in Deutschland und der westlichen Welt wurde AIDS und die Gefahren einer HIV-Infektion in das Zentrum unseres Bewusstseins gerückt. Die rote Schleife, das ist bereits angeklungen, wurde zum Symbol der Solidarität und zu einem deutlichen Statement. Dass das Engagement gegen AIDS zu einem gesellschaftlichen Anliegen wurde, dazu haben eine Vielzahl an Veranstaltungen, Fernsehspots, wir alle haben die noch in Erinnerung, aber auch das Thematisieren im Schulunterricht beigetragen. Und auch die Hessische Landesregierung hat mit einer ganzen Menge an Maßnahmen, ich denke, der Minister wird dann auch noch einmal im Detail auf die verschiedenen Maßnahmen eingehen, in den zurückliegenden Jahren und man könnte ja auch schon sagen Jahrzehnten, auch partei- und regierungsübergreifend, einiges in die Wege geleitet, um Sensibilität für das Thema zu schaffen. Und das alles, wenn man mal die Zahlen betrachtet, mit beachtlichem Erfolg. Wir haben heute mit die niedrigsten Infektionsquoten, die es überhaupt gibt auf der Welt. Wir haben sehr gute, auch viel ehrenamtliche Arbeit vor Ort. Wir haben sehr gute Strukturen mit den AIDS-Hilfen, der AIDS-Stiftung und den vielen Verbänden, die sich engagieren. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines ist natürlich klar, dies darf uns nicht dazu verleiten, die Krankheit zu verharmlosen oder auch sorglos mit ihr umzugehen. 2019 haben sich 2600 Menschen hier in Deutschland mit HIV infiziert. Die Tendenz ist zwar über die Jahre hinweg insgesamt sinkend, aber immer noch ausbaufähig. Und genau deshalb führen wir ja heute diese Debatte. Denn es gibt trotz Therapiemöglichkeiten keinen Grund zur Entwarnung. AIDS bleibt eine gefährliche Pandemie, die wir längst noch nicht vollständig im Griff haben. Da ist es zwar durchaus erfreulich und auch ein Erfolg, das ist noch nicht angeklungen hier, dass wir die Ziele der UN-AIDS 90-90-90-Kampagne bei uns nahezu erreicht haben. Und dazu muss ich hinzufügen, wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber die Zahlen von 2020 sind ja noch gar nicht da. Da wollen wir dann mal genaue Bilanz ziehen. Wir wollen uns natürlich nicht darauf ausruhen, das ist klar, sondern wir müssen weitermachen in dem Bemühen, AIDS in Hessen und in der Welt zu überwinden. Und hier liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Corona-Pandemie natürlich eine Gefahr. Sie ist eine Gefahr für die Wahrnehmbarkeit anderer Krankheiten, das gilt für alle Krankheiten, wie eben auch AIDS in der Öffentlichkeit, eine Gefahr, weil die Arbeit der Hilfe- und Beratungsangebote erschwert wird, und eine Gefahr, weil finanzielle Ressourcen sehr stark auf die Corona-Pandemie fokussiert sind. Ich bin aber sehr froh darüber, dass sich Hessen der Folgekampagne der UN anschließt und damit ein klares Bekenntnis abgibt, wir wollen AIDS in unserem Land weiter zurückdrängen. Und der bewährte Dreiklang aus Prävention, Aufklärung und Behandlung, der im Antrag ja auch beschrieben ist, bleiben für uns dabei der zentrale Maßstab. Und da ist der Ansatz des Sozialministeriums genau richtig. Um das Ziel 95-95-95 zu erreichen, müssen wir präzise vorgehen und genau schauen, wo wir Verbesserungen erreichen können. Und das ist bei den Vorrednern ja gar nicht angeklungen. Es ist so dargestellt worden, als würden wir gar nichts machen, aber wir machen ja eben wohl was. Wir machen nämlich genau diese Verbesserungen, diese Detailausleuchtung, diese Potenzialerkennung, die nehmen wir uns nämlich jetzt genau noch einmal zur Brust mit der Studie, die wir großzügig finanzieren. Und ich bin der Meinung, das ist genau der richtige Ansatz, das ist sinnvoll und klug. Applaus
Und wenn dann im kommenden Jahr die Studie vorliegt, müssen wir uns gezielt an die Umsetzung der Ergebnisse machen. Und das bedeutet konkret, wir müssen die Versorgungsstrukturen optimieren und auch auf blinde Flecken anpassen, die wir dann von der Studie hoffentlich auch genannt bekommen. Wir müssen bestehende Präventionsmaßnahmen ausdehnen und womöglich auch spezialisieren und dabei, und das ist auch noch nicht angeklungen, kulturelle Fragen auch mit berücksichtigen. Und ich erwarte mir auch Antworten auf die Frage, wie es besser gelingt, Menschen zu einem HIV-Test zu bewegen. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, das ist bereits angeklungen, dass wir mit althergebrachten Bildern aufräumen. Wir wissen, manche Menschen ziehen erst gar nicht in Betracht, dass sie HIV haben könnten, weil sie HIV mit einer bestimmten Lebensweise oder Gruppen wie etwa homosexuellen Männern verbinden. Und das ist gefährlich und das ist falsch. Denn gerade diese Menschen, haben ein viel höheres Risiko zu erkranken, wenn sie sich infiziert haben. Aber auch Ärztinnen und Ärzte haben HIV im entscheidenden Moment manchmal gar nicht auf dem Schirm. Die Zahl 10.800 ist ja bereits genannt worden in Deutschland. So viele Menschen wissen vermutlich nichts von ihrer Infektion. Und das ist eine Stelle, da müssen wir tatsächlich ansetzen, um die Weitergabe der Infektion, schwere Verläufe und Tote künftig zu verhindern. Und einer der Kollegen hat ja eindeutig und schön vorgetragen, wie wichtig diese Aufgabe gerade auch ist. Und da ist dann auch noch das Thema Diskriminierung insgesamt. Ich habe bereits ausgeführt, wie gut sich die medizinische Dimension entwickelt hat. Doch wo wir noch mitten in der Entwicklung sind, ist der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema. Noch immer ist es in unserem Land keine Selbstverständlichkeit, Menschen mit AIDS ein selbstbestimmtes Leben in der Mittegesellschaft zu ermöglichen. Unverständnis, Ablehnung und Diskriminierung sind noch immer ein Teil der gesellschaftlichen Realität. Was gibt es also jetzt zu tun? Erstens, die öffentliche Hand muss ihre finanzielle Unterstützung für alle Beratungs- und Hilfsangebote unverändert weiterführen und ein entsprechendes Bekenntnis haben wir ja schon abgegeben. Zweitens, gerade in der Politik müssen wir einen Beitrag dazu leisten, dass HIV und AIDS im Bewusstsein der Bevölkerung fest verankert bleibt. Drittens, wir müssen Diskriminierung und Ausgrenzung betroffener Menschen engagiert entgegentreten. Und die beste Eindämmung von diskriminierendem Verhalten erreicht man eben durch Sicherstellung eines hohen Wissensstands. Und da gibt es ganz verschiedene Maßnahmen, die ja auch bei uns schon im Kern gut funktionieren. Und viertens, wir müssen uns daran machen, die empirischen Grundlagen so aufzubereiten, um wirkungsvolle Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dann können wir auch die UN-AIDS-Ziele dieses Mal erreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte vielleicht noch mal ein paar hoffnungsvolle Parallelen ziehen aus der Betrachtung mit unserer Corona-Problematik momentan. HIV und Corona lassen sich nicht vergleichen. Das HIV oder das HIV-Virus ist wesentlich komplexer, aber es gibt ja schon gute Ansätze, gerade auch hier in Deutschland. Der Professor Streeck ist ja einer davon, der sich intensiv damit beschäftigt. Und es gibt gute Hoffnung, dass wir auch hier in der Zukunft einen Impfstoff erhalten können. Und da ist es natürlich so, Frau Böhm, Sie haben das gesagt, wir sollten sehen, dass jeder den Impfstoff zugänglich hat. Wir sollten den Unternehmen, die es am Ende auch produzieren, die Lizenzen wegnehmen. Ich glaube, wenn wir das machen, dann ist ein Anreiz auch entfallen, weiter zu forschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das sicherlich nicht ein Weg sein wird, der dazu führt, schneller einen HIV-Impfstoff zur Verfügung zu haben. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleibt der Kampf gegen AIDS und die Infizierung mit dem HIV, mit dem HIV-Virus, ein Marathonlauf, bei dem wir aber, wie ich finde, in Hessen gut aufgestellt sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schad. Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Kai Klose. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir bekämpfen seit einem Jahr ein Virus, das uns beruflich wie privat beherrscht, und wir dürfen den Kampf gegen ein anderes Virus darüber nicht in Vergessenheit geraten lassen. Weltweit sterben immer noch sehr viele, viel zu viele Menschen an den Folgen von HIV und AIDS. Die medizinische Versorgung von HIV-positiven Menschen hat sich gerade in Deutschland in den letzten Jahren deutlich verbessert. Sie erreicht ein
insgesamt sehr hohes Niveau. Und genau da liegt auch ein Stück Hoffnung beim Kampf gegen die aktuelle Pandemie. Denn war die Diagnose HIV zu Beginn der 80er Jahre noch ein sicheres Todesurteil, so ist sie heute eine chronische Erkrankung, die die Betroffenen über viele, viele Lebensjahre begleitet. Durch unser gutes Gesundheitssystem kann eine HIV-Infektion rechtzeitig erkannt werden, und wirksame Medikamente helfen dabei, die Infektion nicht aufflammen zu lassen. Heute ist auch mit HIV ein langes Leben möglich. Umso besser, je früher die Infektion erkannt und auch behandelt wird. Und trotzdem gibt es leider auch heute noch HIV-Infizierte, die nicht um ihre Infektion wissen. Gleichzeitig erhalten nicht alle, die ihre Diagnose kennen, eine Therapie. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts haben im Jahr 2019 in Hessen etwa 8.400 Menschen mit HIV/AIDS gelebt, davon nur 7.400 mit einer Diagnose. Das heißt, etwa 1.000 Menschen hatten keine. 220 Menschen in Hessen, die Zahl ist schon gefallen, haben sich laut RKI 2019 neu infiziert. Und warum geschieht das weiterhin? Und das ist genau der Punkt, an dem die UNAIDS 95-95-95-0-Ziele ansetzen, denen sich auch die Landesregierung verschrieben hat. Die Vereinten Nationen haben mit dieser Initiative als Ziele gesetzt, dass im Jahr 2030 mindestens 95% der Menschen mit HIV von ihrer Infektion wissen, mindestens 95% davon entsprechende Medikamente erhalten und mindestens 95% der so Behandelten auch erfolgreich therapiert werden. Und in Hessen sind wir bereits auf einem sehr guten Weg zu diesen Zielen. Die jüngsten Zahlen des RKI zeigen, dass die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Jahren weiter zurückgegangen ist. 95% der hessischen Infizierten haben Zugang zu den erforderlichen Medikamenten und damit auch zu einer HIV-Therapie. Und bei wiederum 95% der Therapierten liegt das Virus unter der sogenannten Nachweisgrenze. Und das ist ein ganz wichtiger Erfolg einer sich immer weiter verbessernden Präventionsarbeit. Und trotzdem haben wir unsere Ziele noch nicht erreicht. Es bleibt auch noch einiges zu tun. Denn auch wenn Menschen mit HIV heute gut leben können, sind sie noch immer viel zu oft mit Ausgrenzung konfrontiert. Und dadurch entsteht großer psychischer Druck. Es entstehen Ängste, die dazu führen können, dass sie sich gar nicht testen lassen und so ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Das heißt, eine wichtige Bedingung, um diese Ziele zu erreichen, ist, dass von HIV betroffene Menschen keine Stigmatisierung und Diskriminierung mehr erfahren. Und aus diesem Grund war es auch uns so wichtig, dass die UNAIDS 95-95-95-Ziele durch die Zusatzkomponente Null Diskriminierung erweitert wurden. Die Landesregierung wird alles tun, um diese Ziele auch zu erreichen. Wir setzen dabei auf den bewährten Dreiklang aus Prävention, Aufklärung und Behandlung. Mehr Menschen sollen ihre Diagnose kennen und rechtzeitig eine wirksame Therapie erhalten. Berührungsängste müssen abgebaut, Diskriminierung muss entschieden entgegengetreten werden, denn Beratungs- und Testangebote, die werden nur dann umfassend wahrgenommen, wenn Betroffene eben keine Angst vor Stigmatisierung haben müssen. Und durch mehr Beratung, durch mehr Diagnostik können die Infektionen auch in Hessen nachhaltig reduziert werden. Gleichzeitig müssen wir durch Sensibilisierung einerseits auf das Infektionsrisiko und die entsprechenden Schutzmöglichkeiten hinweisen. Wir wollen aber andererseits auch mehr Menschen ermuntern, sich regelmäßig testen zu lassen. Aufklärung, Schutz und Solidarität. Das sind die Schlüsselbegriffe für einen verantwortungsvollen Umgang mit HIV. Um diese Ziele zu erreichen, unterstützen wir die hervorragende und wichtige Arbeit der hessischen AIDS-Hilfen seit langem und sehr kontinuierlich. Als Teil des bundesweiten AIDS-Hilfen-Netzwerks unter dem Dach der Deutschen AIDS-Hilfe und in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Deutschen AIDS-Stiftung
thematisiert die Hessische AIDS-Hilfe auf vielfältige Weise seit vielen Jahren gerade auch die Stigmatisierung von Personen mit HIV. Und aktuell unterstützen wir deshalb die Hessischen AIDS-Hilfen bei der im vergangenen Jahr begonnenen Studie Evaluation der Versorgungsstrukturen und Präventionsbemühungen vor dem Hintergrund der 95-95-95-0-Ziele der HIV-Prävention in Hessen, die sich mit dem Stand und der Entwicklung von HIV, der HIV-Prävention und Versorgung befassen. Im Rahmen dieses Studienvorhabens, das bis Mitte 2022 angesetzt ist, schauen wir sehr genau hin. Wie sind die Versorgungsstrukturen? Wie sind die Angebote für Menschen, die von HIV oder auch anderen sexuell übertragbaren Infektionen in Hessen betroffen sind? Dazu werden VertreterInnen aus den Bereichen HIV-Selbsthilfegruppen, Schwerpunktärzteschaft, Selbsthilfeorganisationen für intravenöse DrogenkonsumentInnen, ehemalige Strafgefangene, SozialarbeiterInnen und szenekundige Personen gezielt befragt. Es werden Leitfadeninterviews mit ExpertInnen geführt. Und dabei sind Hessens Ballungsräume genauso im Blick wie die ländlichen Regionen. Die Evaluationsergebnisse werden dann die Entscheidungsgrundlage sein für weitere Schritte zur Umsetzung, zur Anpassung, zur Erweiterung und vor allem zur Verbesserung der Präventions-, Diagnose- und Behandlungsleistungen in Hessen. Wir wollen bestehende strukturelle Diskriminierungsfaktoren identifizieren und dann vor allem beseitigen. Wir wollen die Prävention, die Begleitung, die medizinische Versorgung zielgruppengerecht weiterentwickeln. Und es ist gut, dass der Landesverband der AIDS-Hilfen diese Forschung auch durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Sie steht unter dem Titel Positive Power – Kräfte bündeln, Chancen nutzen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen, auf YouTube bereits zu sehen. Dort gibt es Interviews mit Fachpersonen und mit Betroffenen. Und diese Videos sollen mehr Aufmerksamkeit auch auf das Thema lenken. Dieser offene Umgang ist es, der notwendig ist, um einen vorurteilsfreieren Umgang mit HIV in der Gesellschaft zu erreichen und damit der Stigmatisierung auch entgegenzuwirken. Meine Damen und Herren, Aufklärung, Schutz und Solidarität wie auch ein offener Umgang mit der Thematik sind die Grundlage, um die Ziele der UNAIDS 95-95-95-0-Initiative zu erreichen. Ich möchte, dass in Zukunft noch mehr Menschen ihre Diagnose kennen und damit rechtzeitig eine wirksame Therapie erhalten, dass wir Berührungsängste abbauen und dass wir mit und ohne HIV diskriminierungsfrei zusammenleben. Wir sind auf diesem Weg seit Gauweilers Zwangstests und Absonderungen zum Glück deutlich vorangekommen. Wir werden genauso weitermachen, aber bitte erheblich schneller. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte ist beendet. Es wird vorgeschlagen, den Antrag in den Sozialpolitischen Ausschuss zu überweisen. Ja, okay, dann ist es so. Dann machen wir das so.